Willkommen bei Metabolismo TV, deiner richtigen Informationsquelle über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Arthritis und entzündetes Zahnfleisch. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel, und ich möchte heute über die Beziehung zwischen Arthritis und entzündetem Zahnfleisch sprechen. Kürzlich habe ich mir einige Studien angesehen, wissenschaftliche Studien, die aufzeigen, dass es tatsächlich eine sehr direkte Beziehung zwischen Arthritis und entzündetem Zahnfleisch gibt. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass Menschen mit Arthritis 8-mal häufiger entzündetes Zahnfleisch haben als Menschen ohne Arthritis, was bedeutet, dass es tatsächlich eine Beziehung gibt. Jetzt ist es für mich wichtiger, über die Ursache zu sprechen als über die Beziehung, denn letztendlich will man ein Problem damit lösen. Jetzt, was ich zu Arthritis sagen wollte, es wurde entdeckt, dass sie mit Zahnfleischentzündungen eng zusammenhängt. Wie erkennen Sie eine Zahnfleischentzündung? Meistens merkt man es selbst. Beim Zähneputzen, wenn es blutet, deutet das auf eine Entzündung hin. Wenn Sie Zahnseide verwenden, um zwischen den Zähnen zu reinigen und es blutet, haben Sie eine Entzündung. Was Sie gesehen haben, ist, dass es eine Beziehung gibt, dass jede Person, die Arthritis hat, mindestens 8 oder mehr Möglichkeiten hat, Probleme mit entzündetem Zahnfleisch zu haben. Das entzündete Zahnfleisch ist wegen einer Infektion entzündet und bei Arthritis kennt niemand die Ursache. Ich erkläre, was ich entdeckt habe, um zu helfen, wenn Sie eine dieser Bedingungen haben. Wenn Sie jemanden lieben, der eine dieser Bedingungen hat, sage ich, was bei meiner Mutter half. Mehr noch, ich teile, was ich über den Stoffwechsel herausfand, nützlich zur Behandlung von Arthritis. Entschuldigung, speziell Arthritis mit Entzündung. Also gehe ich kurz zur Tafel, schauen Sie. Etwas, das mir aufgefallen ist, als ich mit dem Thema Stoffwechsel gearbeitet habe, ist, dass alles, was im Körper passiert, alles wird vom autonomen Zentralnervensystem gesteuert. Es ist das autonome Zentralnervensystem, das hier im Kleinhirn sitzt. Es gibt einen bestimmten Teil hier im Gehirn, der ist relativ klein, ähnlich wie eine Mandel, er wird die Amygdala genannt. Das hat allerdings nichts mit der Mandel hier zu tun. Sie wird die Amygdala genannt und ist sozusagen das zentrale Kommandozentrum des Gehirns. Dort ist ein Umschalter, wenn man es so nennen möchte, ein Switch auf Englisch, der entscheidet, ob das System Erector oder Passiver sein wird. Sie wissen, dass ich das Nervensystem als passiv und erregt bezeichne. Die Medizin nennt es parasympathisch und sympathisch. Ich habe beschlossen, es umzubenennen und ihm einen leichter zu merkenden Namen zu geben, der nicht so technisch ist. Also verwende ich passiv erregt. Das autonome Zentralnervensystem ruht nicht. Es arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Denn es ist vom Gehirn aus, dass alles, was im Körper passiert, kontrolliert und überwacht wird. Das bedeutet die Herzschläge, den pH-Wert des Blutes, die Entgiftung, die Sauerstoffversorgung, die Niveaus der Verdauungsenzyme, alles, die Verdauung, alles wird von hier aus kontrolliert, alles, absolut alles. Das bedeutet also, dass es nichts gibt, was in Ihrem Körper passiert, das nicht gerade von diesem Computer kontrolliert wird, der das Kleinhirn genannt wird, welches sich mit dem Nervensystem verbindet und alles steuert, was dort passiert, Hormonproduktion, Verdauung, Ausscheidung, Entgiftung, Immunsystem, Bekämpfung von Viren, Pilzen, Parasiten, Bakterien, all das wird von hier oben gesteuert. Also hier ist das Hauptkommandozentrum, das ist eigentlich der Computer. Na, was ist los? Die Arthritis, nicht wahr? Die Wissenschaft weiß bisher noch nicht genau, was die genaue Ursache für Arthritis ist. Als meine Mutter Arthritis bekam, suchte ich verzweifelt, denn meine Mutter ist jetzt 86 Jahre alt, aber das passierte vor etwa 12 Jahren, also war sie damals etwa 74, nicht wahr? Aber meine Mutter ist immer eine sehr aktive Person. Sie näht und repariert Dinge im Haus und ist immer in Bewegung, macht weiter. Sie ist nicht die normale erwachsene Person. Sie ist sehr aktiv und hat einen klaren Verstand und fährt ihr Auto und geht zu Treffen und solche Dinge. Und als ich sie sah, wie sie so steif wurde und ihre Hände nicht bewegen konnte,
Sie konnte nicht nähen und am Morgen konnte sie manchmal nicht mehr. Ich musste sie manchmal aus dem Bett holen, weil sie nicht aufstehen konnte, weil sie wie steif war. Also fing ich an zu forschen und suchte und suchte und suchte verzweifelt, bis ich im Internet eine Naturheilkundlerin fand, die unter anderem sagte, was für mich am meisten Sinn machte. Sie sagte, Arthritis ist ein Verdauungsproblem. Es ist ein Problem, dass die Person einige Lebensmittel isst, die ihr Körper nicht verarbeiten kann. Das machte für mich Sinn. Ich kann nicht sagen, warum, aber es tat es. Das ist das Erste, was ich höre. Denn die Medizin hat keine Lösung. Sie wollen nur ein Schmerzmittel, etwas gegen Schmerz, Cortison, solche Dinge, immer das Symptom behandeln, statt die Ursache zu suchen. Kurz gesagt, ich habe angefangen zu suchen, meine Mutter dazu gebracht, aufzuhören, rotes Fleisch, Schweinefleisch zu essen. Meine Mutter hat ein erregtes Nervensystem. Es ist ein Körper, der durch Fett, durch rotes Fleisch, wie in früheren Episoden von Metabolismo TV gesehen, beeinflusst wird. Ich kann sagen, 8 Tage nachdem sie rotes Fleisch, Schweinefleisch und gesättigte Fette wegließ, verschwand ihre Arthritis und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Also, so wie das habe ich Leute, die mir gebracht wurden, die junge Leute sind, die seit ihrer Jugend schon mit 12, mit 15 Jahren Arthritis haben und wir haben immer gefunden, dass es etwas mit etwas zu tun hat, das sie essen. Also, im Grunde habe ich herausgefunden, dass Arthritis im Grunde tatsächlich etwas mit Verdauungsproblemen zu tun hat. Nun, die Entzündung des Zahnfleisches, nun, lassen Sie mich Ihnen genauer sagen, dass es exakt dasselbe ist. Es wird durch exakt dieselben Ursachen verursacht. Wenn das Nervensystem erregt ist, und das ist, was ich gesehen habe, ist es zu sehr erregt durch rotes Fleisch, durch Fett, durch Schweinefleisch, durch Salz. Um herauszufinden, ob Ihr Körper ein passives oder erregtes Nervensystem hat, schauen Sie Metabolismo TV auf YouTube. Suchen Sie nach Folge 199. Dort stelle ich 5 Fragen, die Ihnen helfen können, zu bestimmen, ob Ihr Körper passiv oder erregt ist. Ich garantiere, wenn Sie Arthritis oder Zahnfleischentzündung haben und es nicht heilt, dass das Problem ein zu erregtes Nervensystem ist. Was man ändern muss, ist die Ernährung, nicht wahr? Sie ändern die Ernährung, fügen Magnesium, Kalium hinzu, machen Gemüsesäfte wie empfohlen, ruhigen den Körper und sowohl Arthritis als auch Zahnfleischentzündung verbessern sich dramatisch. Dies sage ich, weil Wahrheit siegt.